Einen wunderschönen Nachmittag und willkommen zu Pen and Paper mit den Alrix. Cthulhu, wir starten heute unsere lang angekündigte Cthulhu-Mittelalter-Runde und seht mal, wer da sitzt. Ihr dachtet, er mag euch nicht mehr, wir dachten, er mag uns nicht mehr und dennoch ist er hier, der Lukas. Er hat alle Hindernisse überwunden, sich mit uns an diesen Tisch gesetzt, um für euch Cthulhu zu spielen. Wenn euch das genauso gefällt wie uns, schreibt Kommentare, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Vor allem die Kommentare unterstützen uns sehr, daher jetzt auch mal der Appell an alle stillen Zuschauer, wenn ihr eine gute Zeit mit uns habt, nehmt euch die paar Minuten und schreibt einen Kommentar, es ist gut angelegte Zeit. Jetzt aber zurück zur heutigen Runde. Wir spielen in Deutschland etwa um 1100 und starten im mittelalterlichen Mainz. Unsere Investigatoren werden sich großteils erst zu Beginn des Abenteuers kennenlernen. Deshalb probieren wir heute mal einen neuen Ansatz und verzichten auf die Charaktervorstellung, um das gleich im Prolog und in Character zu machen. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich und genießt mit uns die Nacht der Phantome. Mitte Oktober des Jahres 1104 inmitten des beliebten Marktplatzes der deutschen Stadt Mainz. Es ist Vormittag und rund um euch werden die Verkaufsstände aufgebaut oder die Waren von Marktschreiern bereits lauthals angeboten. Franziskus von Rothenau steht mit seiner Cousine Brigida nahe dem großen Brunnen an einem vollbeladenen Karren. Ihr habt einen Esel, der den Karren zieht und bereits eingespannt ist. Im Moment kaut er allerdings entspannt den Hafer, den ihr ihm hingestellt habt. Ihr habt alles gepackt, was ihr besitzt und seid im Begriff, nach Lindburg aufzubrechen, bevor der Winter die Reise unmöglich macht. Dazu müsst ihr durch die tiefen und zerklüfteten Wälder des Taunus, wo ihr kaum mit schützender Besiedelung rechnen könnt. Aus diesem Grund ist es üblich, in Gruppen zu reisen, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Brigida hat daher schon vor 2 Tagen einen Herold beauftragt, in der Stadt verlauten zu lassen, dass der ehrenwerte Franziskus von Rothenau mitsamt Gefolge nach Lindburg aufbricht und sich ihm anschließen kann, wer bis zur 10. Stunde am großen Brunnen ist. Die Zeit ist beinahe um und der Einzige, der mit zielstrebigen Schritten auf euch zuhält, ist einer der schwarzen Mönche aus dem Benediktinerorden. Er trägt einen tief schwarzen Habit aus dickem Wollstoff mit einer spitz zulaufenden Kapuze und hält direkt auf euch zu. Sei gegrüßt, Bruder! Guten Tag, ich bin Bruder Lazarus. Das ist der ehrenwerte Ritter Franziskus von Rothenau, Schlechter der Unheiligen, Bewahrer der Schwachen, Streiter der Gerechten, Aufopferer der Kleinen, Vater aller Ungewollten, Verdaurer des Bösen, Zermalmer des Unzermalmbaren. Danke. Danke, Hans. Sehr, danke. Sehr imposant, sehr imposant. Und mit wem habe ich es hier zu tun, wenn ich fragen darf? Ich bin Hans. Oh, freut mich sehr. Nun, wo führt euch euer Weg hin? Ja, durch den Taunus. Wir wollen nach Lindburg. Ihr seht sehr kräftig aus und ich habe auch jetzt vernommen, dass ihr wohl sehr gut seid, euch zu verteidigen. Würde es euch genehm sein, wenn ich euch ein Stück des Weges begleite? Keineswegs, Bruder. Denn ich habe gehört, hier in der Gegend gibt es in letzter Zeit sehr häufig Raubüberfälle und ich möchte vermeiden, ausgeraubt zu werden. Göttlicher Beistand ist immer willkommen. Das freut mich sehr zu hören. Was führt euch nach Lindburg? Nun, mein Weg führt mich zum Kloster Eschenburg. Ist es in der Nähe von Lindburg? Ja, es liegt direkt am Weg. Oh, sehr gut. Ein Landpunkt. Erleichtert uns die Orientierung. Ich bin etwas unglücklich, denn eigentlich habe ich das Gelübde der Isolation abgelegt. Doch für diesen Weg, um mir die Gefahren vom Leibe zu halten, möchte ich einen Verstoß gegen dieses Gelübde. Kein Problem. Ihr setzt euch auf den Karren, wir werfen eine Decke drüber und ihr seid isoliert. Vielen Dank. Gerne. Plötzlich hört ihr einen Aufruhr am Markt. Geschrei ertönt. Ihr seht eine junge Frau, die mit gerafftem Rock durch die Menge eilt und dabei unsanft Passanten beiseite stößt. Ihr Oberteil wirkt derangiert und sie ist definitiv zu leicht gekleidet für den Herbst. Sie sieht euren Karren, springt hinein,
und ziehen sich eine Decke über den Kopf. Oh, ich denke, euer Platz unter der Decke ist wohl jetzt vergeben. Psst, seid leise, ich bitte euch, verratet mich nicht. Hinter ihr könnt ihr in der Menge einen Mann sehen, der im Laufen versucht, seine Hose wieder hochzuziehen. Sie haben mich einfach stehen lassen. Ich habe bezahlt. Haltet sie! Und er sieht sich in der Menge um. Ich lehne mich so an den Karren und deute so in die komplett entgegengesetzte Richtung. Hey, ihr da! Habt ihr sie gesehen? War lange ist sie gerannt. Wohin? Und ich zeige weg in den... weg vom Dorf. Ja, vielen Dank! Und er fummelt an seiner Hose herum und geht so halb hüpfend, halb laufend, macht sich durch die Menge in die Richtung davon. Ich flüstere so in den Karren hinein. Ich hoffe, ihr habt diesen Herrn nicht zu sehr geschädigt. Ich ziehe die Decke runter. Ich danke euch, Herr. Vielen Dank. Wisst ihr, der hatte ganz seltsame Vorstellungen. Ganz seltsam. Sowas habe ich noch nie erlebt. Seid ihr denn miteinander bekannt? Noch nichts. Aber ich denke, wir können sehr gute Bekannte werden. Das ist der ehrenwerte Ritter Franziskus von Rothenau. Schlechter der Unheiligen, Bewahrer der Schwachen, Streiter der Gerechten, Aufopferer der Kleinen, Vater aller Ungewollten, Verdauerer des Bösen, Zermalmer des Unzermalmaren. Danke, Hans. Und ich bin Hans. Seid gegrüßt, Herr von Rothenau. Sagt was. Ihr seid noch nicht lange in diesem Gewerbe, oder? Lang genug, um zu wissen, dass es mir in diesem Bordell dort nicht gefällt. Und wollt ihr aus Mainz fort? Ja, wir wären in die Richtung Limburg gegangen. Alles ist besser als hier. Ich bitte euch, Herr, nehmt mich mit, lasst mich nicht hier zurück in diesem Moloch. Naja, Kind, hast du keine Familie, zu der du zurückkehren kannst? Ich bitte euch. Hätte er sein können. Aber natürlich, den Schwachen und den Gesetzlosen. Was heißt gesetzlos? Das ist ein ehrbarer Beruf. Ja, da habt ihr nein, recht, das ist es nicht. Und wer ist dieser Herr? Unser göttlicher Beistand. Göttlicher Beistand, ah, nun, also haben wir hier auch ein verlorenes Schaf. Ich sehe, das ist ein Auftrag. Das ist ein Esel. Nein, das davon weiß nein, Hans, nicht gesprochen. Hans, er sieht in diese Richtung und ich weiß genau. Oh, Verzeihung, ich sehe nicht gut. Ich muss den Esel immer führen. Nun ja, ich kann mich nützlich machen. Ich kann den Esel führen. Ein Ritter sollte keinen Esel führen. Kennt ihr euch denn aus in der Gegend? Nicht wirklich, aber... ich verstehe mich ein wenig auf Kräuter und Wundverbände. Ich kann mich nützlich machen. Und naja, und wenn euch nachts kalt ist, Herr... ein Bettwärmer. Was war das für eine... Mimik, die ich da gedeutet habe. Und woher? Was waren das für furchterregende, abscheuliche... Bruder, woher kennt ihr so eine Mimik? Nun... ich bin nicht... doch, ich bin isoliert. Also ich weiß es nicht. Nun, Bruder, zeig doch mal, was ihr unter der Kapuze habt. Ich verbitte mir diese Andeutung. Er könnte auch ein ganz stattlicher Herr sein. Vielleicht sollten wir... ein wenig Respekt zollen. Er hat ein Isolationsgelübde abgelegt. Das Gelübde der Isolation, ja. Genau. Nun, wenn ihr wüsstet, wie viele Herren und Brüder mit Isolationsgelübde tagtäglich in diverse Etablissements gehen, dann würdet ihr genauso viel davon halten. Sicher nicht aus meinem Orden. Wie auch immer. Und ich glaube, ihr meint andere Gelübde. Da bin ich mir nicht so sicher. Wirklich? Eines möchte ich klarstellen, wenn ihr mitkommt. Wir können durchaus etwas... Der ehrenwerte Ritter von Franziskus von Rothenau sichert, also er sorgt für Sicherheit. Und auch wenn ihr das Bett teilen wollt, einen finanziellen Ausgleich wird es dafür nicht geben. Nun ja, solange ich hier wegkomme. Ja, seht ihr denn nicht, was euch hierher geführt hat? Es geht hier nicht darum, mit jemandem das Bett zu teilen, es geht darum, euch wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, und der richtige Weg führt geradewegs aus dieser Stadt hinaus. Also, worauf warten wir noch? Nicht, dass dieser Kerl zurückkommt und mich hier herumstehen sieht. Wahres Wort. Ihr hört eine Stimme. Hey, ihr da! Ein Wächter kommt euch zu. Er trägt einen Gambeson mit dem Wappen der Stadt, aber keine Bewaffnung.
Die Parade beginnt gleich. Wir gehen einmal um den Brunnen. Ihr müsst hier etwas weiter zurück, ja? Wir sind auf unserem Weg, danke, der Herr. Ich denke, es wird uns niemand weiter begleiten. Nein, die Stunde hat schon geschlagen. Wir sollten los. Und er geht dann weiter und er hört ihn immer wieder mal rufen. Mach Platz, etwas also zurück, bitte. Und ja, ihr nehmt euren Karren und zieht in Richtung des Tores. Am Rande des Marktplatz hört ihr auch schon einen Herold rufen auf der anderen Seite. Macht Platz für seine Hochwürden Williges, dem Erzbischof von Mainz. Und dann seht ihr ziemlich viele Gestalten in einer Prozession, allen voran ein großer, hagerer Mann in einem liturgischen Bischofsgewand und die gehen, ziehen auf den Marktplatz ein. Das habt ihr aber schon im Rücken, denn ihr macht euch auf den Weg zum Stadttor und kommt immer leichter voran, je weiter ihr euch vom Marktplatz entfernt. Beim Tor seht ihr dann noch einen Herold, der von der Kiste steht und in regelmäßigen Abständen ruft: Der Schneider Bertolf Oberstein sucht tapfere Männer und Frauen, die es wagen, den Taunus zu durchqueren. Ja, das und das wiederholt er immer wieder. Ich nähere mich diesem Herold. Sei gegrüßt. Guten Tag. Das ist der ehrenwerte Ritter Franziskus von Rothenau, Schlechter der Unheiligen, Bewahrer der Schwachen. Danke, Hans. Danke. Was kann ich für euch tun, Herr? Er sucht Leute, die durch den Taunus wollen. Nicht ich. Der Herr Oberstein ist selbstredend beschäftigt, aber ich bin beauftragt, in seinem Namen zu handeln, ja. Er hat ein Paket, welches zu einer Phronika nach Eschengrund gelangen muss. Eschengrund. Seid ihr auf dem Weg zu genanntem Ort? Meint ihr Eschengrund oder Eschenburg? Eschengrund. Nun, wir sind in Richtung Limburg unterwegs. Und Eschengrund ist wohl ein Dorf oder so etwas, das sich am Weg befindet. Wenn es im Taunus ist, können wir dort vorbeischauen, ja. Wie sieht es aus mit einer Bezahlung? Eine Reiseentschädigung von 6 Pfennig wird gezahlt. 7. Abgemacht. Und er nimmt 7 Pfennige aus der Tasche und zählt sie dir in die Hand. Dann hopst er von der Kiste und hinter der Kiste hat er ein Bündel zusammengeschnürt, das halt mit Leinenstoff umschlungen ist und es ist ungefähr so diese Größe und das gibt er dir. Irgendeine Person, der wir dir das Paket überreichen sollen. Phronika von Eschengrund. Phronika. Ganz genau, euer Knappe weiß Bescheid, Herr. Verwalter. Ich wünsche euch eine angenehme Reise und er setzt zu einer galanten, graziösen Verbeugung an. Und marschiert dann Richtung Marktplatz. Wieder eine gute Tat. Dann fahrt ihr oder geht, denn euer Karren wird von dem Esel gezogen. Ja. Hinten kann zumindest eine Person sitzen, aber nicht alle. Es ist mehr so ein Karren, auf den man Vorräte lädt und mit dem man geht. Ja, ich sitze. Und ich weise. Kommt her, Kind. Das hier, mein treuer Esel, Gisela. Hallo, Gisela. Danke, Kind. Wie ist euer Name? Nesslin. Nesslin? Oder einfach Ness. Für euch Ness. Für ihn Nesslin. Für euch auch Ness. Und ich unterweise sie, wie man Gisela, dass er nicht bockt und so. Und so zieht ihr unter dem Stadttor hindurch. Dort stehen 2 Wachen, die auch nicht großartig bewaffnet im Wappen der Stadt herumstehen und etwas gelangweilt Ausschau halten, aber euch nicht belästigen und eigentlich auch niemanden sonst. Alles, was hier so in der Stadt los ist, ist im Moment bei der Parade und hat sich am Marktplatz versammelt und entlang den Straßen zum großen Dom von Mainz. Und so zieht ihr aus dem Stadttor mitten hinein in die gebirgige Waldlandschaft des Taunus. Ich sehe mir das Paket an. Nun, Hans, gebt doch zu, ihr seid doch auch neugierig, was da drin ist. Ich bin schon dabei, es aufzumachen. Also ich bitte euch. Hans, das geht uns nichts an, wir sollen nur das Paket abliefern. Das sehe ich doch auch so. Ich bitte euch, das ist doch nicht eure Aufgabe, hier dieses Paket zu öffnen. Nun, aber was ist, wenn es Schmuggelware ist oder etwas Ähnliches? Und dann
Transportiert der ehrenwerte Ritter Franziskus Schmuggelware? Nicht alle Menschen sind schlecht, nur einige. Nun, ich habe sehr viel Schlechtigkeit auf dieser Welt gesehen, Bruder. Schlechtigkeit oder nicht, Herr Obernstein hat uns das Paket anvertraut. Wir sollten ihn respektieren. Wenn er eine schlechte Person ist, dann wird Gott ihn richten. Das ist er sicher nicht. Was ist drin? Hans! Ihr diskutiert, ich mache es die ganze Zeit auf und schaue nach, was da drin ist. Okay, ihr beide, du machst es auf, Nestlin. Wo bin ich hier hineingegangen? Steckt den Kopf drüber und sieht schon ganz neugierig. Ihr seht ein sehr feines Kleid, Seife, Duftwässerchen und einige Fiolen einer nicht näher bestimmten Flüssigkeit. Okay, dann packe ich es wieder zusammen. Kann ich, ohne dass Hans es merkt, mir so ein Stück Seife da wegklauen? Ich sehe schlecht, ich bin nicht blind. Würfel alles, auf was so innerhalb eines Meters ist, sehe ich sehr gut. 39, das ist sogar ein schwieriger Erfolg. Okay, du hast die Seife geklaut. Kann ich irgendwas? Sehr gut. Kann ich nichts? Seife. Du bist kurzsichtig. Ja, aber sieht innerhalb das, eines Meters. Okay, okay. Sieht das für uns niemand? Mach eine. Ihr diskutiert dann. Mach eine Probe auf. Was könnte denn da passen? Verborgenes erkennen. Mach eine Probe auf Verborgenes erkennen. Sie hat eine 35. Das bedeutet. 39. Das ist, was ist das für ein Erfolg? Ein regulärer oder ein schwieriger? Schwieriger. Okay, du brauchst auch einen schwierigen, um es zu erkennen. Nein, erkenne ich nicht. Aber. Okay. Sie schafft es. Der Meister das. Es sagt, so geschickt gemacht. Hast du Gebräue? Die Fertigkeit? Ja, 40 Gebräue. Du kannst eine Probe drauf machen. Mhm. Wow, eine 2. Das ist ein extremer Erfolg. Du mit deinem Hintergrund siehst halt sofort die Fiolen, die dabei sind. Das ist ein Gebräu, dem man eine verhütende Wirkung nachsagt und das auch ziemlich oft hilft. Oh, dann möchte ich davon die. Kann ich sowas da? Seife? Du kannst es nochmal versuchen, wenn du möchtest. Jetzt bekommst du aber einen Strafwürfel. Beziehungsweise nein, du bekommst einen Bonuswürfel beim Verborgenen Erkennen. Du es machst ganz normal. Liegt auf meiner Schoß. Ich hab's nicht geschafft. Dann siehst du, wie Nestlins Hand da hineinwandert und sich um eine der Fiolen schließt. Aus! Nestlin! Ihr wisst auch nicht mal, was das ist. Das ist mir egal. Es scheint okay zu sein. Dann sage ich euch, was es ist. Das da, das nimmt man, um keine Kinder zu bekommen. Dann ist es sehr okay und ich packe es wieder ein. Hey Bruder, hier wird ein Gebräu transportiert, mit dem man Gottes Weg der Schwangerschaft unterbinden möchte. Habt ihr nichts dazu zu sagen? Bitte wow. Was? Mit diesem Argument kommt ausgerechnet ihr... Körperliche Liebe sollte nur zum einzigen Zweck... um Nachwuchs zu zeugen, durchgeführt werden. Zwischen Eheleuten. Natürlich zwischen Eheleuten. Was sonst? Ich bin schockiert. Wo bin ich hier hineingeraten? Was transportieren wir hier? Es ist schockierend. Diese Welt ist schockierend. Es wird Zeit, dass ich wieder in die Simulation zurückkehre. Da ist die Decke. Gut, ihr zieht weiter. Bruder Lazarus sitzt auf dem Karren, die Decke über den Kopf. Ich habe das wieder verschnürt. Das Paket ist verschnürt, um die Seife weniger. Die hat Nestlin in der Tasche und ihr drei geht neben den Karren weiter. Ihr habt Proviant, Verpflegung dabei, genügend. Davon gehen wir jetzt mal aus. Und so ziehen einige Tage ins Land. Ende Oktober des Jahres 1104 auf einer schlammigen Handelsstraße inmitten der Wälder des Taunus. Deutschland. Seit Tagen begleitet euch penetranter, kalter Regen. Die Nächte sind für diese Jahreszeit zu kühl, beinahe eisig. Die Straße ist schlammig und voller Erdbrocken, die von den umliegenden Hängen gerutscht sind. Ein verwittertes Holzschild am Wegesrand ist die erste Spur der Zivilisation, die ihr in diesen Wäldern erspäht. Eschenburg wurde ins Brett geschnitzt und mit einem Pfeil versehen, der auf einen abzweigenden Weg hinweist. Der Pfad ist von Gras und herabfallendem Laub bedeckt. Insofern bietet er eine willkommene Abwechslung von der schlammigen Straße. Neben dem Weg schlängelt sich ein rauschender Bach durch die Mischwälder des Taunus. Und da steht er jetzt, in dieser Abzweigung. Warum halten wir an? Eschenburg, ist es in der Nähe von Eschengrund? Nun,
Das Kloster Eschenburg liegt direkt beim Dorf Eschengrund. Sehr gut. Dann müssen wir da lang. Also dieser Weg sieht sowieso besser aus. Solange wir da endlich aus dem Regen rauskommen, ist das immer so auf Wanderschaft. Ja, aber eigentlich ist es sogar ein recht netter Tag. Noch kein Blitz ist neben uns eingeschlagen. Sehr angenehm. Ja, ihr seid ein wenig leicht bekleidet. Ich habe mir die Decke geschnappt und hab sie um mich gewickelt. Ihr geht also diesen Weg entlang und auch wenn er nicht so schlammig ist, ist er doch viel, viel schmaler. Also ihr geht jetzt hintereinander und könnt nicht mehr alle neben dem Karren hergehen. Wer von euch geht denn als Erster? Ich mit Gisela. Du kannst eine Probe Spurensuche machen. Normaler Erfolg. Du siehst, dass in der weichen Erde vor euch Abdrücke zu erkennen sind. Es sind tiefe Rillen, wie von einer dreizackigen Forke. Jede Rille ist etwa 2 Finger lang. In der Mitte führt eine weitere Rille in die Gegenrichtung. Wie ein Karren im Prinzip. Nein, nicht wie ein Karren. Also 2 Rillen von oben und eine von unten hinauf. Oh. Immer so spurenmäßig oder durchgehend? Nein, nur eine. Nur eine? Eine oder 2, aber nicht durchgehend. Merkwürdige Spuren. Bruder, seht euch das an. Seid ihr in der Natur bewandt? Ich glaube nicht, oder? Nun, nicht so weit, dass ich hier das deuten könnte. Nein, es tut mir leid. In diesem Moment donnert es und nicht weit von euch fährt ein Blitz vom Himmel und spaltet eine Tanne. Bis zum Grund. Ihr hört ein Knacken und dann beginnt die Tanne zu brennen. Und es zischt im Regen. Das Wasser drauf fällt. Nun, Franzisko, da habt ihr euren Blitz. Ah? Oh, ja. Es würde immer noch Herr heißen. Nach den letzten 3 Nächten bin ich mir da nicht so sicher. Was? Würde uns die Tanne aufhalten? Brennt die und fällt die vielleicht auf dem Weg? Nein, die ist etwas abseits von euch. Okay. Was meint ihr, Bruder? Ist es ein Zeichen? Alles ist ein Zeichen. Überlege mir in den letzten Tagen, ob wir uns nicht bestimmter Personen, die uns verderben, entledigen sollten und unseren Weg zu dritt weiter fortsetzen. Nein, Bruder. Ihr seid keine Verderbung für uns. Nur ich rede auch nicht von mir. Oh. Was habt ihr die letzten Nächte so getrieben? Bruder! Ihr solltet eure Nase lieber in eurer Kutte lassen. Wie weit ist es denn noch bis Eschenburg Grund? Nun, es wird kein Tag mehr vergehen, bis wir dort sind. Endlich wieder ein Dach über dem Kopf. Und ein Lager aus Stroh oder Federn. Und dann weiter. Ihr folgt dem Weg und geht stetig bergab hinein in ein kleines Tal. Im Tal hat sich eine fasrige Nebelwand an den umgebenden Häusern festgeklammert. Nur ab und an erkennt ihr die Konturen verschieden großer Gebäude vor euch. Es sind einfache Lehm- und Fachwerkhäuser, die meisten einstöckig, oftmals mit kleinen Mauern oder Reisigwänden umgeben. Das einzige Haus aus Stein ist ein gedrungener Turm mit kleinen, schartigen Fenstern. Das oberste der 3 Stockwerke ragt wie eine Insel aus dem Nebel. Ihr seht hier eine Karte vor euch, Karte des Dorfes, und das einzige runde Gebäude ist dieser beschriebene Turm. Ihr seid hier auf der gegenüberliegenden Seite, kommt ihr hinunter. Die Fläche um das Dorf herum ist gerodet. Die Hänge ringsum bestehen aus Gestrüpp und Strauchwerk. Erst an den Gipfeln der Hänge setzen sich die dunklen Wälder wieder fort. Ihr hört das laute Geschnatter frei herumlaufender Gänse, aber nicht ein Mensch lässt sich blicken. Mit der hereinbrechenden Dämmerung, die nun langsam aufzieht, verwandelt sich der Regen in einen eisigen Graupel. Sollten wir nicht hier die Nacht verbringen? Es wird schon langsam dämmerig. Sehen wir in der Entfernung irgendwo ein Kloster oder so? Können wir das erkennen? Nein, das seht ihr nicht. Okay. Ihr seht kein Kloster. Nur am Grunde dieses Tals eben ein sehr, sehr kleines Bauerndorf. Also die Art von Dorf, die es oft und immer wieder mal in der Wildnis gibt und auch geben kann, ohne dass es irgendjemand weiß oder es ausgeschildert ist, weil es einfach zu klein ist. Meistens entstanden von ein paar Holzfäller, die zu einer Ansiedelung wurden.
Nun, ihr müsst doch ohnehin euer Paket hier abliefern. Wir sehen keine Menschenseele. Nein, ihr geht weiter hinunter, kommt bei den ersten Häusern an und ihr seht, die Häuser wirken gepflegt. Doch fast überall wurden die Türen oder Fensterläden aus den Angeln gerissen. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Liegen die draußen, die Türen, oder liegen die drin? Ja, gleich das erste Haus, das du siehst, hat hinten einen kleinen Garten und auf der Seite Fensterläden. Also die Fenster haben kein Glas oder so. Es sind einfach nur gezimmerte Fensterläden, die man schließen kann. Und so schließt man die Fenster. Und genau die, eins ist komplett abgerissen und hängt noch an einer Angel und die andere liegt komplett daneben. Ich rufe mal in das Dorf mit einer lauten Stimme: Hallo! Dies ist der ehrenwerte Ritter Franziskus von Rothenau. Jemand zu Hause? Ihr hört das Schnattern von einigen Gänsen und das Grunzen von ein paar Schweine, die so quer durch das Dorf ziehen. Sie sehen alle gut genährt aus. Aber niemand rührt sich auf die Rufe. Was ist hier passiert? Ich kenne dieses Dorf, aber das ist normalerweise nie so verlassen. Und was ist hier passiert? Wann wart ihr das letzte Mal hier? Das ist schon eine Zeit her, doch meine Kindheit habe ich hier verbracht. Und dieses Haus dort, mein Bruder hat dort gelebt, aber es scheint alles verlassen. Vielleicht finden wir noch irgendjemanden in den Häusern, vielleicht versteckt sich irgendwo jemand. Dann sehen wir zuallererst in das Haus eures Bruders. Ja, lasst uns das tun. Als du dich dem Haus näherst, kannst du eine Probe auf Spurensuche machen. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, du bist der Erste, der hingeht. 26, das müsste eigentlich ja ein schwieriger Erfolg sein. Am Holzrahmen und im Lehmverputz finden sich tief eingegrabene Rillen. Einmal sogar eine abgerissene Kralle, etwa 4 Finger lang und spitz wie eine Schreibfeder. Was ist das? Habt ihr das schon mal gesehen? Nein, noch nie. Ich brauche nicht mal würfeln. Unmöglich. Auch diese Tür ist halb aus den Angeln gerissen. Du bräuchtest eine Probe auf Stärke, um sie so weit beiseite zu schaffen, dass du das Haus betreten kannst. Könnt ihr diese Tür aufmachen? Du bist nur um ein weniges schwächer als ich. Wirklich? Also bist ein durchtrainierter Kampfmönch. Aber das weiß ich nicht. Ihr seht, Bruder Lazarus hat Kraft. Die Kraft eines großgewachsenen, hageren Mannes. Er geht zur Tür, nimmt die Tür und drückt sie so zur Seite. Ihr hört Holz knirschen und eine Angel sich verbiegen. Und dann geht ihr ins Innere. Tische und Schemel sind umgeworfen, ebenso wie die Körbe, Truhen oder Töpfe. Es mangelt nicht an Brennholz und genießbaren Lebensmitteln. Es gibt Brot, Äpfel, Eier, Rüben, Pastinaken. Und nur die Bewohner sucht ihr vergeblich. Die Häuser hier sind halt alle als Ganzes. Sie haben maximal ein Zimmer, das dann der Schlafraum ist, aber alles andere ist meistens ein großer Raum mit Kästen und Schränke, wo Vorräte gelagert werden, Kochstellen und so weiter. Ich sehe mich um, muss aber überall besonders nah rangehen, damit ich was sehe. Ich rufe mal laut rein. Hallo, ich bin's, dein Bruder, Theodor Diet, bist du hier? Im Haus zieht sich getrocknetes Blut in einer Lache quer über den festgestampften Lehmboden bis zum Fenster. Das siehst du, die Tür des Schlafzimmers ist halb offen. Am Bett sitzen 2 Gänse und die Spur beginnt vor dieser Tür. Also noch drinnen im Schlafraum wollte jemand zur Tür und da beginnt die Blutspur und die zieht sich über den Boden bis zum Fenster und hinauf zum Fenster. Dann fehlen die Angeln. Und dann ist die Spur aus. Gottes Willen. Teufelswerk. Ich ziehe mein Schwert.
Nun, diese Kralle, die habt, das sieht doch eher nach einem Tier aus als nach Teufelswerk. Das ist ein Dämon. Was ist denn das für eine Kralle? Welches Tier hat so eine Kralle? Gebt sie mal her. Ich guck mir die Kralle an. Die ist ungefähr so lang. Mhm. Okay. Wie ein kleiner Dolch. Nun, mit teuflischen Dingen müsstet ihr euch doch auskennen. Vielleicht tue ich das auch. Habe ich sowas schon mal gesehen? Nein, so etwas hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Ich gehe zum Fenster und sehe hinaus. Liegt da noch wer? Du kannst eine Probe auf Spurensuche machen. Ich gebe 7 Glück aus und habe es nochmal geschafft. Tatsächlich lässt sich die Blutspuren der Außenwand weiterverfolgen. Du siehst, es ist irgendetwas Schweres hinter dem Fenster in den Lehm geklatscht, wurde etwa 1-2 Meter weit gezogen. Dann gibt es Spuren, sehr viel, als hätte sich jemand sehr, sehr gewehrt. Und du siehst dann auch 1-2 Fußspuren, die inmitten dem Ganzen zurück zum Fenster führen. Und dann siehst du ober dem Fenster wieder eine Blutspur, die sich an der Hauswand weiter verschmiert nach oben zieht, bis sie sich auf dem Schindeldach im Nichts verliert. Und Gütiger, was ist hier passiert? Führen auch die Spuren noch weg vom Haus auch, oder? Nein. Okay. Da ist nichts. Die endet wirklich 2 Meter vor dem Fenster und dann oberhalb der Hauswand. Herr, was hast du den Einwohnern dieses Dorfs angetan? Warum? Ich sehe mich um, ob ich irgendwo ein paar Pfennige finde. Ich sag mal hier nein, denn es ist ein sehr ärmliches Dorf. Einen Pfennig? Mach eine Probe auf Verborgenes Erkennen. Du brauchst einen schwierigen Erfolg. 14 ist ein schwieriger Erfolg. Du findest 2 Pfennige in einem Tonkrug im Vorratsregal unter ein paar Äpfeln. Krieg ich das mit? Wenn du auch eine Probe Verborgenes Erkennen schaffst, kriegst du das mit. Nein, kriegst du nicht mit. Ich rufe nochmal, um zu schauen, ob mir jemand... Du rufst und dein Ruf wird als Echo zurückgeworfen von den Hängen, aber keine Menschen antworten dir. Bruder, wie weit ist es noch bis zum Kloster? Nun, ein paar Stunden wären wir schon unterwegs, doch... Sollten die das Nachtlager hier auf... Ich denke auch. Seid ihr denn des Wahnsinns? Hier treiben Dämonen ihr Wesen, ganz offensichtlich. Nun, und ihr wollt nachts durch den dunklen Wald marschieren, während die Dämonen da draußen ihr Unwesen treiben, anstatt in einer Hütte zu hocken, wo man die Tür verbarrikadieren kann. In einer Hütte, wo die Dämonen schon eingedrungen sind, wo... Stimmt, wir sollten unsere Behausung suchen, die noch... Wir sollten erst einmal überprüfen, ob hier noch irgendjemand lebt. Naja, ob wir hier irgendjemanden finden. Da hätte doch jemand geantwortet. Vielleicht nicht. Weil verletzt oder verängstigt oder na stumm. Dann schauen wir uns um. Dieser Turm, weiß ich, was das ist, wenn ich hier meine Kindheit verbracht habe? Das ist so das Haupthaus des Dorfes. Also ein großer Turm, der sich verbarrikadieren lässt, sollten tatsächlich Wegelagerer, Räuber oder so in das Dorf kommen, dass sich die ganze Dorfgemeinschaft dort verbarrikadieren kann und auf Hilfe warten und einige Zeit überdauern. Dort werden meistens auch die größten Vorräte gelagert. Es gibt einen Keller und eben 2 Etagen. Und nur auf der oberen Etage gibt es Fenster. Also man müsste, um durchs Fenster reinzukommen, wirklich von unten die Steine hochklettern. Und das lässt sich relativ gut verteidigen. Nun, wir sollten zu diesem Turm gehen. Wenn hier jemand überlebt hat, diesen Angriff, dieser offenbar... Monster, dieser Dämonen, dann haben sich Dorfbewohner in den Turm geflüchtet. Gute Idee. Ihr geht voran. Okay. Ihr geht in der Dunkelheit zum Turm. Franziskus von Rothenau geht mit gezücktem Schwert voran. Eisiger Nieselregen klatscht euch ins Gesicht. Und dann steht ihr vor einer verschlossenen Tür. Im Holz der Eichentür sind tiefe Furchen zu sehen.
aber im Gegensatz zu den Türen der anderen Häuser ist sie immer noch zu und fest in den Angeln. Nessling, gib mir die Kralle. Und ich fahre mit der Kralle so eine Fuche entlang. Passt sie? Ja. Ich gebe sie wieder zurück. Die Tür ist wirklich verrammelt. Die kann ich nicht irgendwie aufdrücken. Ja, die ist von innen versperrt. Dann muss noch also jemand nicht mit einem Riegel, sondern mit einem Schlüssel. Ja. Ich klopfe an die Tür. So hämmern, so poch, poch, poch. Okay, dein Pochen verhallt. Hallo, hier ist Bruder Lazarus aus dem Kloster. Ist jemand hier? Keine Antwort. Du kannst aber eine Probe Frochen machen. Geschafft. Geschafft? Du glaubst ein Poltern zu hören, irgendwo oben oder drinnen, bist dir aber nicht sicher, ob das auch ein Tier war oder tatsächlich ein Mensch. Gibt es einen zweiten Eingang? Gehst du um den Tunnel herum? Ja. Nein, du findest nichts. Okay. Ich habe keinen zweiten Eingang gefunden, aber nur weil ich keinen finde, das heißt nicht viel. Ich habe doch etwas gehört. Hallo? Ist da jemand drin? Hier ist Bruder Lazarus. Der Bruder von Theodor Diet. Hallo? Gibt es Fenster oben? Ja. Wie hoch sind die? Ungefähr im zweiten Stock. Also ich sag mal so ungefähr 4 Meter klettern. Was habe ich klettern? Nichts. Kann ich mir gut klettern? Nein, Grundwert. Na dann, Räuberleiter. Jemand muss die Tür von innen irgendwie entriegeln können. Dann würde ich sagen, wir holen Gisela. Ah, Gisela. Wir stellen uns auf Gisela. Gute Idee, Hans. Okay, ihr holt den Esel und was macht ihr dann? Beschreibt mir das. Nicht den Esel, sondern genau. Den Karren. Der Esel ist höher als der Karren. Der Esel ist höher als der Karren. Ja. Karren ist nur so ein zweijähriger. Ja, ich spanne Gisela ab, führe ihn unter das Fenster. Ihn? Ja, das ist ein männlicher Esel. Ja, so ein männlicher Esel. Haben wir jetzt Gisela. Und ich habe komplette Rüstung an. Also ich bin nicht recht gut. Ich krieg höchstens noch einen Schlafwürfel. Also jemand sollte es tun, der... Ihr seid doch flink. Ihr verkennt mich. Ich bin vielleicht woanders flink, aber hochklettern kann ich nicht. Ich kann sich gut verrenken, das stimmt. Dann solltet ihr euch hochheben lassen. Der Herr würde sicher diese gute Tat als positiv werten. Na, gebt's doch zu, Bruder. Wollen wir doch nur unter den Rock schauen. Natürlich nicht. Nun, ich kann es versuchen, aber... Franziskus, ihr fangt mich auf, wenn ich abrutsche. Okay, du stellst dich auf Gisela und möchtest mit diesem Start dann weiter nach oben zum Fenster klettern. Ja, eine einfache Kletternprobe. Nein, natürlich nicht. Okay, du merkst, du stehst oben, du merkst, du versuchst es und schon... am Anfang merkst du, dass du keinen rechten Halt findest, um zu starten. Du kannst die Probe forcieren, wenn du möchtest, oder einfach aufhören. Fängst mich. Nein. Oder warte. 10 Glück? Ich gebe 10 Glück aus, weil noch habe ich viel Glück. Dann schaffe ich's. Du greifst nach den Steinen, ziehst dich hoch, ungefähr in der Mitte. Rutschst du an einem glitschigen Stein aus und hältst dich gerade noch mit einer Hand fest und fängst dich dann wieder und kannst die letzten paar Meter hinaufklettern und erreichst dann das Fensterbrett, an dem du dich hochziehen kannst. Hat sie es geschafft? Sieht so aus. Hat sie eine Waffe dabei? Das Fenster ist nicht so groß wie sonst, sondern eher so eine Scharte, aber groß genug, dass du hindurch kriechen kannst. Und du merkst, innen gäbe es Fensterläden, die man noch zusätzlich zumachen kann. Aber es ist halt fast 2/3 kleiner wie die Fenster der Bauern oder um die Hälfte. Dann ziehst du dich ins Innere und plumpst in den dunklen Turm im zweiten Stock auf die Eichendielen. Ja, dann raff ich meine Röcke und eile nach unten. Du siehst eine Treppe, eine Holztreppe, gehst nach unten. Und als du unten bist,
Also du musst durch den ersten Stock und dann geht nochmal eine Treppe ins Erdgeschoss. Und im ersten Stock, sobald du die Treppe verlassen hast, hörst du ein Rufen und aus dem Schatten kommt ein großer Mann in einer kompletten schwarzen Kutte gekleidet mit einer Axt, die er über den Kopf hält, auf dich zu. Haltet ein, haltet ein! Und schlägt mit der Axt nach dir. Ich möchte ausweichen, bitte. Ja, ich stelle kurz fest, ob er es geschafft hat. Ja, er hat es geschafft. Wow. Das ist ein ganz normaler Erfolg. Du bräuchtest, wenn du ausweichen möchtest, einen normalen Erfolg. Nee, auch mit allem Glück sind 89 nicht mal annähernd da, wo ich hin müsste. Kann man kein Glück verwenden. Dann hörst du ein sehr hässliches Geräusch als Axt. Oh, es sind nur 2 Punkte Schaden. Danke, nur 2 Punkte. Nur 2 Punkte, weil Cthulhu halb tot. So heftig ist es gar nicht. Du versuchst dich wegzudrehen, aber die Klinge der Axt zerreißt deine Kleidung an der Schulter und hinterlässt eine Wunde. Also es ist nicht mal eine Wunde, denn es ist ja keine schwere Wunde, sondern einfach ja, so ein Schnitt. Haltet ein, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Er dreht sich zu dir um und du siehst, es ist ein Mönch, genauso wie Bruder Lazarus. Die spitze Kapuze ist ihm vom Kopf gerutscht, er hat weißes Haar und sieht komplett wirr. Also in diesem Gesicht liest du nichts, das irgendwie zurechnungsfähig ist. Okay. Er ist wie bei einer Blindverraserei wäre. Er nimmt die Axt und läuft wieder auf dich zu. Ich möchte gerne so schnell wie ich kann weiter Richtung Tür, um die anderen reinzulassen. Um okay. Franziskus zu holen. Mach einfach eine Geschicklichkeitsprobe. Oh, das ist sogar ein extremer Erfolg. Ihr hört einen lauten Schrei. Und dann einen schweren Schlag. Dann einen Aufschrei von einer helleren Stimme und Schritte, die polternd die Treppe hinunterlaufen. Du duckst dich halt an ihm vorbei und läufst die Treppe hinunter und stehst. Hier ist es halt am dunkelsten dort unten. Es ist Nacht, es gibt keinerlei Fenster und du bräuchtest eine Probe auf Orientieren, um hier die Tür zu finden. Wow, in einem Haus orientieren. Oder Geschicklichkeit würde ich auch gelten lassen. Ja, Geschicklichkeit würde passen, Orientieren nicht. Okay. Du erreichst die Tür und ertastest einen großen eisernen Schlüssel, der innen steckt. Dann drehe ich den um. Da ist etwas in dem Turm. Egal, was durch diese Tür kommt, wird mein Stahl schmecken. Ich glaube, der Teufel ist gekommen, um sie mit in die Hölle zu reißen. Betet für uns, Bruder, betet für uns. Warum sollte der Teufel in dem Turm sein? Weil sie verdorben ist. Sie ist verdorben. Sie möchte sich nicht bessern. Sie wird geradewegs in die Hölle gerissen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ihr hört, wie der Schlüssel sich dreht, schnell und hektisch, und dann schwenkt die Türe auf und vor euch steht Neslin. Ein Teil ihrer Kleidung ist zerrissen hier an der Schulter und dort klippt Blut. Und direkt hinter ihr seht ihr den Schatten von etwas Großem die Treppe herunterkommen und ihr seht die Schneide einer Axt im Dunkeln aufblitzen und es bewegt sich von hinten auf Neslin zu. Zur Seite! Ja, dann ducke ich mich weg, dass Franziskus zuschlagen kann. Okay, was ist deine Geschicklichkeit, Franziskus? Meine Geschicklichkeit ist 60. Es ist für dich überhaupt kein Problem, du bist geübt genug, du stößt sie beiseite und baust dich breitbeinig auf und kannst den Schlag parieren, der auf dich zusaust. Also die Axt saust direkt auf dich zu. Es ist ein schwieriger Erfolg gewesen. Nahkampfschwert? Du hast dein Schild ja jetzt nicht bei der Hand, nein, sagtest du, sondern nur dein Schwert. Du kannst dir aussuchen, ob du einfach parierst mit dem Schwert, dann brauchst du einfach Nahkampfschwert und brauchst du auch einen schwierigen Erfolg. Okay. Du kannst allerdings auch den Schwung aufnehmen und einen Gegenschlag machen, dann bräuchtest du einen extremen Erfolg auf Nahkampfschwert, würdest aber Schaden machen. Ich möchte einfach nur parieren. Okay. Schwieriger Erfolg. 8. 8, das ist ein extremer Erfolg. Das ist ein extremer Erfolg, ja. Aber ich möchte wirklich nur parieren. Okay, die Axt saust auf dich zu. Franziskus erwartet den Schlag
Er fängt ihn mit dem Schwert auf und ihr hört das Knacken von Holz und er hat halt die Axt, das Holz in der Axt in der Mitte durchgeschlagen und der Kopf der Axt fällt auf den Steinboden. Und vor dir steht ein wirrer Mönch, komplett derangiert in der schwarzen Kutte, sieht komplett wirr aus, also scheint er dich gar nicht zu sehen, er scheint auch überhaupt nicht wahrgenommen zu haben, dass seine Axt fehlt und prügelt weiter auf dich ein mit diesem kleinen Stumpf. Franziskus, haltet ein, das ist ein ehrbarer Mönch. Okay, dann lass ich Bruder Lazarus vor. Dieser ehrbare Mönch hat mich gerade schwer verletzt. Der ist völlig verrückt. Er würde dich treffen. Er prügelt mit dem Ding so, als wäre eine Axt nach oben. Er hält sie auch immer noch mit beiden Händen so. Und erkenne ich, wer es und ist? Und will dir das Ding auf den Kopf hauen. Weiß ich seinen Namen? Das könnten wir so schnell... Na, würfeln wir es aus. Mach eine Probe auf Intelligenz. Oh, komm, ja. Also, das setze ich Glück ein. Das kann man bei... Ja, in diesem Fall schon, weil ich es einfach abgeleitet habe auf irgendetwas. Ah, okay. Also wenn du möchtest, kannst du Glück einsetzen. Und dein höchster Wert und Herr ist dennoch nicht geschafft. Das ist halt sehr bitter. Geschafft? Ja. Das ist Bruder Linhardt. Er ist ein älterer, sehr, sehr friedfertiger Mönch, der normalerweise im Skriptorium des Klosters... Abschriften von heiligen Büchern abfertigt und anderen Schriften, um sie an andere Klöster und Kirchen weiter zu... Bruder Linhardt, haltet ein! Ja, sie mag verdorben sein, doch wir bekommen sie wieder auf den rechten Weg zurück. Haltet ein! Wenn du... Möchtest du ausweichen? Du siehst halt, dass er direkt auf deinen Kopf zuprügelt. Ja, in dem Fall schon. Er hat einen normalen Erfolg. Auch du kannst ausweichen, da brauchst du auch einen normalen Erfolg oder einen Gegenschlag versuchen. Ja, ich versuche auszuweichen. Also ihr seht, wie dieser Mönch das Holz so dermaßen auf Lazarus Schädel knallt, dass er eine sofortige Platzwunde hat, Blut strömt über den Kopf, du nimmst 5 Punkte Schaden. Wow. Und es wird dunkel um dich. Du sackst bewusstlos zum Boden. Das ist so gar eine schwere Wunde. Autsch. Dann dreht er sich zu dir mit wirren Augen und stürmt auf dich zu. Angriff. Er hat es nicht anders gewollt. Er hat einen Gefährten von mir. Angriff. Schaden. Ist er zuerst dran oder kann ich? Du hast die höhere Geschicklichkeit. Du bist okay. Zuerst dran. Ja. Schwert. 82, nein. Um 2 Punkte. Er verfehlt dich. Er verfehlt dich. Jetzt verfehlt er. Wir beide schlagen vorbei. Schreiend schlägt er mit dem Knüppel in die Erde und beginnt dann weiter schreiend mit allem, was er hat, diese Erde weiter zu bearbeiten. So, als würde er da irgendetwas sehen. Schlägt er in die Erde. Das heißt, er versucht mich gar nicht anzugreifen. Nein. Kann ich ihn irgendwie bewusstlos schlagen? Wenn dir von hinten ein Angriff mit einer stumpfen Waffe gelingt, mit dem Knauf des Schwertes? Genau, oder so? Kann ich das Schwert an der Klinge nehmen und mit dem Knauf zuschlagen oder mit der Parierstange auf den... Hast du Handschuhe an? Ich meine, ein Ritter hat immer, beim Kämpfen hat er doch immer Handschuhe. Ne? Oder ich meine, welcher Ritter kämpft ohne Handschuhe? Ja, es würde wie ein Knüppel zählen, wenn du es mit dem Knauf machst. Das würde 1-6 Schaden verursachen, wenn du triffst. Okay, probiere ich das. Schwieriger Erfolg. Sind 5 Punkte. Auch 5 Punkte Schaden. Ja, auch das Gleiche. Du schlägst ihm mit dem Knauf in den Hinterkopf, eine Platzwunde tut sich auf, Blut spritzt daraus hervor und er sackt bewusstlos zu Boden. Jetzt liegen da 2 bewusstlose Mönche vor euch. Nehmt Lazarus, ich kümmere mich um... wie hat er denn genannt? Linhardt. Linhardt. Ich fessle ihn. Und Moment mal, könnt ihr besser fesseln? Vielleicht. Mach bitte eine Konstitutionsprobe, Bruder Lazarus. Wenn du die schaffst, dann wachst du auf. Hier kannst du jetzt kein Glück ausgeben.
Geschafft. Ja, du wirst wach, richtest dich auf und siehst, wie der Mönch, der dich angegriffen hat, bewusstlos, auch mit einer blutenden Wunde am Hinterkopf da im Matsch liegt. Was? Bruder, bewegt euch nicht so viel. Lasst mich mal schauen, nehmt die Hände da weg. Nehmt eure Hände von mir. Also wollt ihr weiter blutend im Staub liegen? Schön, dann gehe ich zurück. Lass ihn da liegen. Und sagt er stirbt als Heiliger. Und verbinde mir meine eigene Wunde. Ah. Nun gut, dann. Ja, dann helft mir nun. Aber. Ja. Aber. Behaltet eure Kleider an. Aber so lasst euch doch in Zukunft von mir auf den rechten Weg bringen. Ich bin genau da, wo ich hingehöre, auf meinem Weg. Ja, es war nicht fair, was ich gesagt habe. Du kannst dich auch selbst verbinden. Ja, ich verbinde ihn erst. Eine Probe auf erste Hilfe. Geschafft. Was macht sie? Sie verbindet mir den Kopf jetzt? Ja. Sie verbindet dir den Kopf und du bekommst einen Lebenspunkt zurück. Die Blutung ist gestillt. Als sie mir den Kopf verbindet, merke ich, oh, ja. Ihr habt wunderschöne Hände. Hände. Das hat mir noch nie jemand gesagt, aber naja, ihr seid ein bisschen benebelt, oder? Was ist passiert? Bruder Linhard. Bruder Linhard, was? Ist er tot? Habt ihr ihn getötet? Du sollst nicht töten, Bruder. Das ist richtig. Also, Frage beantwortet. Nein, natürlich nicht. Dann ist euch der Weg in den Himmel noch nicht verwehrt. Natürlich nicht. Ich bin ein ehrbarer Ritter. Also habt ihr doch jemanden getötet? Doch, sicher. Im Namen des Herrn. Oh, gut. Dann ist alles gut. Meine ich auch. Euer Bruder hat hier... Ist hier durchgedreht. Ich denke, wir sollten ihn... Ja... Anketten ist ein falsches Wort, aber ich würde sagen, sichern. Ich kann mir das gar nicht erklären. Bruder Linhard ist normalerweise sehr friedfertig. Er hat euch angegriffen, er hat Nesslin angegriffen, er hat mich angegriffen. Ja, bei Nesslin verstehe ich es noch, aber warum er mich angegriffen hat? Gibt es dann nicht friedfertige Mönche in diesem Kloster normalerweise? Nun, es gibt natürlich auch Mönche, die sehen Verdorbene als, nun ja, als das an, was sie sind, doch... Niemand von meinen Brüdern würde zuerst die Waffe erheben. Das würde niemand in unserem Kloster tun. Er hat doch euch auch angegriffen. Heißt das, ihr seid auch irgendwie unehrbar? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, hier stimmt etwas nicht. Er würde auch nie zuerst die Waffe ergreifen. Dann bin ich dafür, wir sichern ihn im Turm, verschließen den Turm. Er muss von einem Dämon besessen sein. Wir wollen ja im Turm bleiben. Ja, aber wir könnten ihn ja mitnehmen. In den Keller. Es gibt einen Keller. Ein gemauerter Turm braucht ein starkes Fundament. Ist ja keine Hütte. Ich bin Buchhalter, kein Architekt. Ich suche nach der Klappe oder nach einem Abgang. Ja, im Erdgeschoss ist eine Falltüre. Die kannst du aufmachen und dann kommt dir der Geruch von nasser Erde entgegen und eine Leiter führt nach unten in einen dunklen Keller. Dann verfrachte ich Bruder Linhard hinunter. Kann ich, ich habe einen relativ hohen Okkultismuswert, kann ich eigentlich irgendwie feststellen, ob der klassisch von einem... Vom Satan besessen ist? Von irgendetwas Bösen besessen ist? Kannst drauf würfeln, ja. Yes. Ja. Ein Punkt Glück und er hat es geschafft. Du bist der Meinung, er hat irgendetwas gesehen, das sein Geist nicht verarbeiten konnte. Und dadurch ist einfach irgendwo eine Kurzschlussreaktion entstanden. Ich weiß nicht, ob er wirklich besessen ist. Vielleicht hat er auch nur irgendetwas gesehen hier und ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er ist auf jeden Fall völlig durchgedreht vorhin. Wir sollten ihn noch verbinden. Oh. Ja, ich habe ihm eine schwere Wunde zugefügt, oder? Man sieht, dass er blutet, oder? Er blutet, ja. Okay, ja. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn nur ausschalten. Aber ja, wir sollten ihn verbinden. Verlangt er jetzt ernsthaft von mir, dass ich diesen Bruder verbinde, wo er mich schwer verletzt hat? Ich denke, die Brüder sollten untereinander sich das ausmachen. Ich werde es probieren. Ja, du merkst, seine Finger sind aufgrund der Verletzung viel zu zittrig. Also er macht es schon am Anfang falsch. Ah, Bruder, Finger weg da. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Ja, ich hab's auch nicht geschafft.
voller Selbstbewusstsein nehme ich ihm das Verbandszeug weg und mach's genauso stümperhaft wie er. So funktioniert das also. Mhm. Schaut es euch genau an. So muss das gemacht werden. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Das ist gar nichts, was ihr macht. Ich sehe mir das mit erst. Ich sehe mir das auch an. 90, ja, also das ist wunderbar, also wirklich gute Arbeit. Wirklich gute Arbeit. Ja, also ich trage ihn jetzt so unverbunden einfach runter in den Keller. Er ist schon verbunden, nur es bringt ja, nichts. Ja, du gehst die Stufen hinunter, Erde rieselt von der Treppe und du hörst das Quieken von Ratten, als sie von dir weg in die Dunkelheit fliehen. Gibt es hier unten noch Proviant? Sehr ja, gut. Da gibt es Vorratsfässer, ja. Nehm ich mir was. Auch hier das übliche haltbare Zeug, Rüben, Äpfel, Kartoffeln sind hier unten gelagert. Wohl eher Pastinaken jetzt im Mittelalter. Ja, ja, ja. Da gab es noch keine Kartoffeln, denke ich. Ich nehme mir ein bisschen was mit. Wir haben noch ein bisschen Vorrat, aber für das jetzige Mal. Haben wir das Rattenquieken gehört? Ihr nicht, nein. Okay. Ich würde unterdessen gern nochmal in die oberen Stockwerke gehen und mich umgucken, um sehen, ob da noch irgendjemand ist. Aber ich ziehe meinen Dolch. Nochmal kriege ich... Du gehst hinauf und du merkst, ja, du bräuchtest irgendeine Lichtquelle, um wirklich was zu sehen. Also jetzt direkt hören tust du nichts, dass hier irgendjemand wäre. Aber um das genauer zu untersuchen, bräuchtest du eine Lichtquelle. Hey Hans, bring mal eine Fackel herauf. Ja, okay, dann gehe ich raus zu Gisela und zum Karren und hol eine Fackel. Kerzen, was auch immer wir dabei haben. Und eine Fackel habt ihr mit Sicherheit. Mache ich die an? Und gehst hinauf zu Neslin. Ich stelle etwas Schweres auf die Falltür, dass man es wirklich nicht von unten aufmachen kann. Ich bringe Gisela noch in den Erdgeschoss, bevor ich zusperre. Dann seht ihr euch den oberen Stock, die oberen Stockwerke an und es ist nichts von großartiger Relevanz zu finden. Die Einrichtung ist genauso spärlich und schlicht wie in den Bauernhäusern. Es ist halt einfach das dicke Steinfundament, das hier Schutz verspricht. Die Räume sind halt etwas größer, um halt auf drei Stockwerken wohl alle Bauern beherbergen zu können, wenn es notwendig ist. Daher ist da auch nicht so viel gelagert. Es sind einfach wirklich im Keller Vorräte und oben großteils leerer Raum. Ich gehe auch mal hinauf in den letzten Stock oben. Es ist ein Spitz. Dach, oder? Es ist ja. kein Aussichtsplattform oder so. Nein, es ist okay. ein spitzes Dach. In der Mitte spitz, so rum. Ja, genau. Und es gibt aber Fenster. Man kann das Dorf überblicken. Also man hätte ein, wenn jemand ins Dorf kommen würde, könnte man es von dem Fenster. Kann man, ja. Ja. Würde ich vorschlagen, dass jemand... Du stehst da oben und schaust aus dem Fenster? Ja. Dann kannst du eine Probe Forchen machen. Oh, okay. Ich glaube nicht. 12 Glück. Ja, ich habe noch Glück. 12 Glück. Und ich habe es nochmal geschafft. Du stehst, schaust aus dem Fenster, deine kundigen Augen mustern die Umgebung, als dir Wind ins Gesicht weht. Und es ist sehr, sehr schwach, aber du glaubst darin, Flötenspiel zu hören. Als würde es auf den Wind reiten und an deine Ohren getragen werden, über den Berg, über die Wälder hinweg. Kenne ich die Melodie? Nein, das sagt dir nichts. Also kein bekanntes Musizieren? Nein, kein Lied. Oh, einfach nur Töne. Töne? Ja. Könnte es auch durch so Wind über das Gebirge, das pfeifende Steine zum Beispiel? Nein, du hast Glück ausgegeben dafür. Nein, das ist es nicht. Jemand spielt hier eine Flöte. Okay, also es ist nicht irgendwie so, dass die Natur macht Nein, ein das nicht. Schauspiel. Okay, da spielt jemand eine Flöte. Na gut. Ich habe mir das angesehen, gehe hinunter zu meinen Gefährten. Als du nach unten gehst, hörst du ein Klopfen von unter dem Keller. Hallo? Hallo? Hey, ist hier jemand? Ich bin hier unten im Keller, eingeschlossen. Bruder, euer Auftritt. Nun erzähl doch erstmal, was habt ihr oben gesehen? Hallo? Hallo? Es klopft weiter. Okay, das ist Bruder Lennart, aber erzählt mir nachher unbedingt, was ihr gesehen habt. Ist hier jemand? Ist hier noch irgendjemand? Bruder Lennart, seid ihr wach? Wer ist da? Ich bin's, Bruder Lazarus.
Und der ehrenwerte Ritter Franziskus von Rothenau, Schlechter der Unheiligen, Bewahrer der Schwachen, Streiter der Gerechten, Aufopferer der kleinen Vater. Und Hans. Danke, Hans. Ein Ritter. Mein Gott, Bruder Lazarus. Schatten, flatternde Schatten. Sie kamen in der Nacht und sie haben sie geholt. Alle. Die Schreie, überall Schreie. Bruder Lazarus, wollt ihr wirklich... Wer weiß, vielleicht ist er unberechenbar. Er hat den Wahnsinn in seinen Augen gehabt. Er ist unberechenbar. Nein, das ist mein Ordensbruder. Ich muss vor allem wissen, ob er weiß, was mit meinem leiblichen Bruder passiert ist. Na gut. Ich schicke euch hinunter, aber seid vorsichtig. Ihr schickt mich hinunter? Ja. Ich habe einen... Ich lasse sie noch nicht rauf. Einen freien Willen. Dann geht freiwillig hinunter. Ich... Gib das die schwere Kommode oder was auch immer von der Falltür. Du öffnest die Falltür. Zieh mein Schwert und lass ihn öffnen. Bruder Linhard kommt heraus, sieht dich, packt dich an der Kutte und rückt mit dem Gesicht sehr, sehr nah an dich heran, immer noch komplett wirr. Bleibt mir vom Leibe, ihr wisst doch, ich habe das Gelübde der Isolation abgelegt. Fast schon manisch zitiert er dir ins Gesicht und da fragt ihn Jesu, wie ist dein Name? Und er sprach zu ihm, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Was redet ihr hier? Was redet ihr hier? Die Flatterschatten. Sie haben alle aus den Häusern gerissen und in den Himmel fortgetragen. Nun, wie kommt es, dass ihr noch übrig seid? Verstecken. Versteckt. Hier. Beruhigt euch doch erstmal. Die Nacht kommt. Nun lasst mich doch. Trotzdem erstmal los. Ja, dann lässt er dich los, geht an die Wand zurück, sinkt nach unten und fummelt an dem Rosenkranz herum, der um seinen Hals hängt und fängt an zu beten. Das ist sicher gut, wenn ihr betet. Das hilft immer. Beten hilft immer. Betet mit mir, Bruder Lazarus. Setzt euch zu mir. Ja. Und betet. Ja, lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Dann hocken die beiden Mönche zusammen an der Wand und beten. Ich verschließe die Tür. Haben wir alle Proviant? Haben wir alles Proviant? Euer Kahn ist noch draußen, also das habt ihr noch nicht geholt. Dann holen wir die Decken und alles, was wir brauchen und dafür sperren wir die Fenster Tür. Die oben. Neslin. Ja? Sieh zu, dass du oben die Fenster irgendwie dicht machen kannst. Kästen davor schieben oder Bettgestelle aufstellen. Du gehst hinaus zum Karren, ihr beide geht hinaus zum Karren, du gibst ihr Vorräte und in der tiefen Dunkelheit könnt ihr das entfernte Heulen von Wölfen hören, bis es abbricht und zu einem Winseln verkommt. Die Wölfe schweigen angesichts eines neuen Geräuschs, das sich wie ein faules Miasma im Tal ausbreitet. Ein Flattern, wie von ledrigen Schwingen. Mal rauschend, wie ein naher Wasserfall, dann wieder entfernt und leise. Ihr lasst von dem Karren ab und eilt zurück zum Turm. Der Nebel hat sich am Talboden festgesetzt und verhüllt, was immer dort draußen ist. Nur einmal gerät der Nebel in Wallung, etwa 2-3 Meter vor euch, als ob sich ein großer Vogel hindurch bewegen würde. Dann hört ihr wieder dieses Flattern und irgendetwas schlägt stark an die jetzt verbarrikadierten Fenster des Turmes. Du bist gerade fertig, machst es zu und dann hörst du ein Pochen und irgendetwas ist so stark von draußen dagegen geknallt, dass sich die Angeln etwas verbiegen und richtig nach innen gerissen werden. Dann sieht Bruder Linhard auf. Sie sind gekommen, um des Teufels Werk zu verrichten. Das ist der Moment, in dem wir in unsere erste kurze Pause gehen. Bis gleich.